Willkommen zu den FAU News. 2021 ist ein Superwahljahr. Nicht nur aufgrund der anstehenden Bundestags- und Landtagswahlen, sondern auch wegen der großen Hochschulwahlen. Warum groß? Nicht nur Studis dürfen dieses Jahr wählen, sondern auch Mitarbeitende sowie das wissenschaftliche Personal. Und dieses Jahr neu, erstmals könnt ihr elektronisch euer Kreuz setzen. Wie das funktioniert, erklärt euch Lisa Heger von der Stufe. Wie funktionieren die elektronischen Wahlen? Auf der Seite online-wahlen.fau.de loggt man sich mit seiner IDM-Kennung ein. Dann wird man auf die Wahlseite des sicherheitszertifizierten Unternehmens Polias weitergeleitet. Das passiert über einen Secure-Link und die IDM-Kennung wird dabei verschlüsselt und ist nicht mehr nachvollziehbar. Zuerst werden dann die Sicherheitshinweise angezeigt und dann die Wahlzettel. Dann kann man seine Kreuze setzen und noch mehrmals korrigieren und bestätigen, bevor sie endgültig abgeschickt werden. Die Stimmen werden dann in zufälliger Reihenfolge gespeichert, sodass auch über den Zeitpunkt der Wahl keine Rückverfolgung mehr möglich ist. Ihr könnt aber auch per Briefwahl wählen. Die Unterlagen müsst ihr bis zum 25.05. beantragen. Die ausgefüllten Stimmzettel müssen dem Wahlamt dann bis spätestens zum letzten Tag der Wahlfrist, also am 22. Juni, vorliegen. Wie bei Hausarbeiten gilt also auch hier, Deadlines beachten. Jede Stimme ist entscheidend. Nutzt also auch hier die Möglichkeit zur studentischen Mitbestimmung. Bleibt noch die Frage offen, wer gewählt wird? Wer wird gewählt? Wir wählen die Vertreterinnen, die ab Oktober auf allen Ebenen in den Gremien der Universität unsere Interessen einbringen. In diesem Jahr sind große Hochschulwahlen. Das heißt, nicht nur die Studierenden wählen, sondern alle Angehörigen der FAU. Gewählt wird auf zwei Ebenen. Auf der Ebene der Fakultät wählen wir mit 4 Stimmen die Studierenden für den Fakultätsrat und für die Fachschaftsvertretung, kurz FSV. Auf fakultätsübergreifender Ebene wählen wir mit 15 Stimmen Mitglieder für den studentischen Konvent. Die Studierenden treten dabei auf Listen an. Man kann seine Stimmen einzelnen Studierenden oder einer kompletten Liste geben. Noch bis 13. Juni könnt ihr euer Studium an der FAU bewerten. Den Einladungslink hierfür habt ihr per Mail bekommen. Und mitmachen lohnt sich, denn unter allen Teilnehmenden werden 20 Gutscheine für den FAU-Shop verlost. Alle weiteren Infos im Link. Was passiert jetzt mit den Daten? Viele verschiedene Einrichtungen und Lehrstühle erhalten so gezielte Auswertungen zur Verbesserung. Was gefällt euch an den FAU-News? Oder habt ihr Verbesserungsvorschläge für uns? Schreibt es uns. Neue Umgebung, neue Freunde, neue Stadt, ganz schön viele Änderungen für Erstis an der FAU. Aber kein Problem. Mit dem vielfältigen Unterstützungsprogramm zum Studienanfang hat die FAU erneut im CHE-Ranking überzeugt. Hier werden 300 Hochschulen in verschiedenen Kategorien verglichen. Die FAU bietet viele Unterstützungsprogramme für Gründungsinteressierte. Zum Beispiel das MedTech Bootcamp. Hier lernen die Teams in 5 Wochen alle Skills, um im Gesundheitswesen erfolgreich zu sein. Wollt auch ihr etwas gründen? Wenn ihr jetzt also auch etwas gründen wollt, aber nicht wisst, wie ihr es am besten umsetzen sollt, dann nutzt doch die Gründungsberatung der FAU. Hier werdet ihr von der ersten Geschäftsidee bis zur Unternehmensgründung mit Kompetenz begleitet.